Sonderfolge, Sonderfolge, Sonder, Sonder, Sonderfolge. Hier ist die Verhundert, der Verhundert-Podcast mit einer Sonderfolge zum Jahreswechsel 1917-1918 beziehungsweise 2017-2018. Hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Ja, und wir machen eine Sonderfolge, wie gesagt, um das neue Jahr 1918-2018 einzuleiten. Steffen, wie ist unsere Folge aufgebaut? Zunächst haben wir einen kurzen Hausmeisterteil von 5 Sekunden, würde ich sagen. Dann haben wir 3 Meldungen und einen Countdown, und den zählen wir runter. Das heißt, ihr könnt zu Silvester diese Folge hören und mit uns den Countdown zählen für das Jahr 1918 bzw. 2018. Yippie, yippie, yay, yippie, yay. Okay, also Hausmeisterteil. Wir sitzen hier in Steffens Wohnung voller gepackter Kisten. Ja, der Luis hat mir gerade geholfen, noch einen Schrank abzubauen und meinen Schreibtisch, denn ich ziehe ja um. Das ist die letzte Folge im Plenterwald, liebe Zeitreisende. Parallel haben wir Guardians of the Galaxy, den Soundtrack uns angehört und eine nicht so besonders gute Whisky-Sammlung von Steffen Reste vernichtet, ja, die er nicht zum Umzug mitnehmen wollte. Irgendwie haben wir nur Whisky getrunken die letzten Episoden. Ich würde auch sagen, man könnte demnächst einen Whisky-Teil-Podcast rausbringen. Ja, genau. Aber man muss sagen, also wir haben angefangen mit einem Bourbon, der war schlecht. Ja, dann hatten Bourbon. Dann hatten wir einen Scotch, der ging so. Und jetzt haben wir den Iren, und das ist bis jetzt der Highlight. Nee, das ist nicht mehr der Ire, den haben wir schon vernichtet. Wir haben jetzt den Longwood Canadian Whisky. Den Kanadier, aber der ist gut. Ja, der ist tatsächlich gut. Also, ich würde sagen, mit dem Countdown werden wir dann auch anstoßen. Ja, machen wir auch. Okay, 3 Meldungen, Steffen, haben wir. Einmal eine Meldung über einen Schriftsteller, eine Meldung zur Oktoberrevolution und eine Meldung über den Jahreswechsel. Womit fangen wir an? Eine Neujahrsansprache. Na, die Neujahrsansprache würde ich sagen zum Schluss. Wer hat sich denn da verlobt oder doch nicht? Und zwar Kafka, Franz Kafka. Ach, wer kennt ihn nicht? Ja, lebt in Prag. Ja, vor 100 Jahren lebte ja noch Kafka, stimmt. Richtig. Und er arbeitet bei der Arbeit der Unfallversicherungsanstalt. Ja, auch ein Traumjob für ihn wahrscheinlich gewesen. Als Jurist. Ich kann mir vorstellen, daher kommt so die dunkle Note bei seinen Büchern. Ja. Und der Punkt ist, er war seit 1914 verlobt in eine Felice Bauer. Man muss sich das vorstellen, er ist so lange mit jemandem verlobt, wie wir diesen Podcast machen. Und richtig. Jetzt? Im Juli, und zwar 1914, wurde die Verlobung sofort wieder aufgelöst. 1914? Ja, nach einem Monat. Mhm. Und letztes Jahr, also dieses Jahr im Sommer, hat Kafka noch zu seinen Freunden gesagt, er gibt seinen Beruf auf, er wird heiraten, nämlich Felice Bauer, und sich ganz der Schriftstellerei widmen. Und seine Freunde haben bestimmt gesagt, nein, mach das nicht. Und er hat es doch gemacht und wurde total berühmt. Eine Disney-Story. Ja, nein. Er bekam Lungentuberkulose. Ja. Und jetzt hat er sich nochmal getroffen mit seiner Felice Bauer in Berlin. Und die Verlobung wurde zum zweiten Mal zur endgültigen Trennung aufgelöst. Ja. Er schreibt über seine wechselnden Einstellungen zur Ehe, falls ich in nächster Zeit sterben oder glänzlich lebensunfähig werden sollte, so darf ich sagen, dass ich mich selbst zerrissen habe. Es ist ein trauriges Schicksal, Kafka, aber seine Bücher passen zu seinem Leben. Ja. Dann haben wir noch... Nächste Meldung, Oktoberrevolution, meintest du? Genau. Was ist da die große Meldung? Wir erinnern uns, 1917 war ja, man kann ja auch mal so einen kleinen Rückblick machen, war ja ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben das ganze Jahr gesagt, dass wir uns mit der Oktoberrevolution und überhaupt Russland und den Revolutionen beschäftigen müssen. Im Februar fing es ja schon an, beziehungsweise Anfang März mit der Februarrevolution in Russland, und dann kam ja jetzt auch die Oktoberrevolution, wo mir übrigens bei diesem Chronikbuch aufgefallen ist, das wir ja hier ordentlich nutzen, dass es anscheinend sehr pro Oktoberrevolution war. Es sind sehr viele Texte drin, die beschreiben die siegreiche und glorreiche Oktoberrevolution 1917 und ein großes Bild von Lenin. Also ich glaube, die Autoren waren pro Oktoberrevolution, pro Lenin. Ja. Und was haben wir jetzt hier für eine Meldung, Luis? Und zwar, die deutsche Presse nennt in einem Resümee 1917 das Jahr der Entscheidung. Mhm. Und zwar auch damals wurden Jahresrückschauen durchgeführt. Ah, also eine Tradition, die nicht in der Neuzeit erfunden wurde. Genau, weil besonders
wird gefragt, welche geschichtliche Bedeutung die russische Revolution denn hat. Das lässt sich natürlich zum Jahreswechsel 1918 noch nicht sagen. Und die Machtübernahme wird begrüßt, weil die neue Regierung will ja Frieden schließen mit dem Deutschen Reich. Und Deutschland hofft, durch die Verhandlungen in Brest-Litowsk einen schnellen Friedensschluss zu erreichen und damit die Ostfront zu entlasten, um mit nur einer Frontlinie im Westen den Krieg schnell zu eigenem Vorteil zu beenden. Ja, ich finde, das ist eine ganz normal, also eine ganz gute Einstellung und Zusammenfassung. Ungefähr auch das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und dann würde ich auch sagen, letzte Meldung, Jahreswechsel im Krieg. Und da möchten wir die Neujahrsansprache von König Ludwig III. Von Bayern vorlesen. Das ist ein Telegramm an die Truppen. Und man muss dazu sagen, es gelten Urlaubsbeschränkungen. Das bedeutet, dass die meisten Soldaten das Silvesterfest leider an der Front verbringen, wie auch Weihnachten. Ah, ja, ja. Der letzte Heeresbericht des Jahres meldet starkes Artilleriefeuer und Nahkämpfe an der Westfront. Und jetzt würde ich das nochmal vorlesen wollen von Ludwig III. Von Bayern. Tu es. Zum vierten Mal entbiete ich in harter Kriegszeit meinen heldenhaften Heer an der Schwelle eines neuen Jahres Glücks- und Segenswünsche. Wenn auch im Osten die Morgenröte des gerechten Friedens zu tagen beginnt, noch sind wir nicht am Ende. Ein harter, einiger Wille und das Bewusstsein unserer gerechten Sache wird uns mit Gottes Hilfe auch fernerhin die Kraft geben, zu opfern, zu kämpfen und zu siegen. Meine innigen Wünsche begleiten meine tapfere Armee und mein treues, standhaftes Volk in das neue und Gott gebe es letzte Kriegsjahr. Ich frage mich immer, wie sich so eine Soldaten damals gefühlt haben, nach mittlerweile ja schon 3 Jahren Krieg, wo es zum Anfang hieß, bis Weihnachten nach Paris. Mittlerweile sind sie immer noch nicht in Paris, sondern hören sie da so jemanden, der von oben kommt, noch nie wahrscheinlich im richtigen Schützengraben war und dann solche Reden schwingen. Sie sich da nicht ein bisschen verarscht fühlen. Ja, fühlst du dich auch so motiviert? Du, komischerweise habe ich mein Sarkasmus-Schild über dir gar nicht abgenommen. Aber ja, total. Total motivierend. Also bei dem Management, da opfert es sich leicht. Ja. Haha. Haha. Nein. Okay, das ist ganz schön böse jetzt gerade. Aber ja. Es wirklich, also, finde ich jetzt nicht so motivierend. Ja, dann würde ich sagen, das Steffen, waren 3 Meldungen und ich würde sagen, wir kommen zu dem Teil, den wir können, nämlich einen Countdown und danach mit Whisky anstoßen. Richtig. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich den Countdown anmacht und dann könnt ihr mit vor 100 in das Jahr 1918 zu Silvester auch reinrutschen. Wir sitzen hier mitten in Umzugskartons. Aber in der Hand stilvoll ein richtiges Whiskyglas mit Longwood Canadian Whisky. Der Kanadier, der letzte. Genau. Und die 10 Sekunden starten jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Frohes neues Jahr 1918. Und 2018. Liebe Zeitreisende, danke für ein schönes Jahr mit euch. Und auf ein neues Jahr 1918. Die nächste Folge kommt am 10. Februar raus.